Hallo liebe Wanderfreunde, schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Heute möchten wir euch mitnehmen auf einen weiteren Südtiroler Themenweg, den Haflinger Erlebnisweg, auf dem wir die Haflinger Pferde näher kennenlernen werden. Die heutige Wanderung ist vor allem für Familien mit Kindern ein Erlebnis. Spielerisch und unterhaltsam erfahren wir vieles über die Haflinger Pferde und lernen Foli, das kleine Fohlen, kennen. Start und Ziel der reizenden Wanderung ist Haflingdorf auf dem Hochplateau des sogenannten Schöggelbergs unweit von Meran. Zudem schließt der Weg ein zauberhaftes Kirchlein, einen idyllischen Weiher und einen Reiterhof ein. Vom großen Parkplatz beim Kreisverkehr am Dorfrand folgt man kurz dem Weg Nummer 2, der uns zum Erlebnisweg bringt, wo Foli uns schon sehnsüchtig erwartet. Der naturnahe Themenweg vermittelt uns im weiteren Verlauf nun Wissenswertes über die blonden Haflinger Pferde. Man wird sicher mehr als eine Stunde für den unterhaltsamen Weg brauchen, denn Foli animiert Jung und Alt, an manchen der 12 Stationen selbst einmal aktiv zu werden. So zum Beispiel, indem man die Gangarten der Pferde akustisch nachempfindet. Der Themenweg führt über den Sinnigbach und die Verkehrsinsel mit dem Haflinger Wahrzeichen auf der Straße nach Pfalz-Eben. Vorbei am Tourismusbüro folgen weitere Erlebnisstationen. Bei einer erfährt man, was zum Beispiel ein PS bedeutet. Was ist eine Pferdestärke? Um 1 PS zu erreichen, muss man ein Gewicht von 75 Kilo in einer Sekunde einen Meter hochheben. Also ich habe nicht mal ein halbes PS leisten können. Der Themenweg endet beim Reiterhof Sulfner, wo dann die echten Pferde auf ihre Reiter und Bewunderer warten und am sagenumwobenen Kirchlein St. Kathrein in der Scharte. Wer nicht den ganzen Themenweg zurückgehen möchte, wandert weiter zu einem idyllischen Waldsee, dem Sulfner Weiher, und von dort über die Wege 11a und 14 zur Station Nummer 8 bei der Verkehrsinsel. Von hier aus geht's dann wieder weiter auf dem Themenweg zurück zum Ausgangspunkt. Soweit unser Tipp für heute, liebe Freunde der Berge. Mehr gibt es in unseren 3 Büchern der 66 Traumtourenreihe. Auch auf Facebook, Instagram und auf unserem Blog gibt es Tipps und Vorschläge, was ihr im schönen Südtirol unternehmen könnt. Und es ist sicher eine gute Idee, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Dann bis zum nächsten Mal, euer 66 Traumtouren-Team.